Linda Hesse. So, und dann haben wir natürlich noch... Hast du da schon irgendwie so einen Favoritensport oder irgendeinen Helden im Sport, wo du gesagt hast, ja, das ist meine Lieblingssportlerin? Ja, nee, also in dem Alter hatte ich jetzt noch nichts groß mit Sport am Hut, außer jetzt so was im Kindergarten halt am Sport. Genau, bei mir ist das nicht so gewesen. Ich sag auch mal so mit, wie groß bist du? 1,78? 1,78, naja, ich sag mal, da findet man auch nicht immer auf den idealen Tanzpartner. Das sind ja meistens ja doch eher ein paar kleinere Jungs da, die leichter sind, oder? Ja, das stimmt, das hat man in der 9. Klasse beim Tanzkurs gemerkt, ne, dass es nicht viele Jungs gab, die größer waren. Als du angefangen hast mit dem Rennrodeln, das ist ja, da hast du mal so Phasen gehabt, so im jungen Jahr, du hast gesagt, ich habe die Klasse angefangen, da kommen ja zwischendurch auch mal so andere Themen, andere, gerade in der Pubertätszeit, dann so andere Interessen dazu. Stand das mal so für dich immer als Trainer so Anteil, dass du in diesen Karriereweg gegangen bist? Gerade so die ersten, die es am Anfang unterstützt haben. Ja, natürlich sehr viel. Also es liegt immer sehr viel am Umfeld, an der Unterstützung der Trainer, damals auch der Kollegen, der Mitstreiter, die dort auch Rodeln gemacht haben. Natürlich ganz viel an der Familie. Meine